Christina Wieder. Sie ist Historikerin und sie ist Entschuldigung, Historikerin und Kulturwissenschaftlerin. Derzeit ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Sonderfall Angewandte, Universität für angewandte Kunst im Motto Ostrofaschismus, Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit. Sie promovierte mit der Arbeit Visuelle Transformation, das Exil der jüdischen Künstlerinnen Greta Stern, Hedy Grille und Irena Dodal am Institut für Zeitgeschichte an der Universität Wien. 2020/21 war sie als Universitätsassistentin im Institut für Romanistik der Universität Wien tätig und arbeitet zu Liebe, Sexualitäts- und Familiediskurse in der anarchistischen Frauenbewegung in Spanien und Argentinien. Interessant. Christina Wieder hat einige Anthologien mit herausgegeben, darunter Verhandlungen von Geschlecht und Sexualität in der visuellen Kultur der 1920er und 1930er Jahre und noch ein Bruch Ehen, alternativen Konzeptualisierungen partnerschaftlicher Sozialität in der Romania, in der Romania 1900. Es ist schon erschienen. Ja, ist schon erschienen. Super, genau. Also ja. Congratulations, 2023. Also, ich freue mich sehr auf deinen Vortrag mit dem Titel Transgenerational, Transnational Gewalterfahrungen von Frauen im fotografischen Werk Greta Sterns. Danke. Ja, vielen Dank, Elana. Vielen Dank natürlich an die OrganisatorInnen und alle, die gekommen sind, heute diesen Vortrag auch zu hören und mitzudiskutieren. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich möchte, bevor ich zu Greta Stern komme, noch auf was anderes aufmerksam machen, das sowohl für die Tagung insgesamt als auch für meinen Beitrag speziell relevant ist. Vor einigen Tagen wurde nämlich in Wien der Ni Una Menos Platz eröffnet, direkt dort, wo vor einem Jahr eine Wiener Trafikantin von ihrem Ex-Partner ermordet wurde. Diese Ni Una Menos Bewegung ist ja auch eine, die in Argentinien ihren Ursprung nahm und ja auch letztendlich eine transnationale Bewegung wurde. Also vor allem in Lateinamerika haben wir da ja sehr, sehr früh schon sowohl theoretisch mit Personen wie Rita Segato, aber auch künstlerisch Formen der Auseinandersetzung mit Femizid und mit Gewalt gegen Frauen. Und auch in Österreich finden diese Formen eben auch Anerkennung, Widerhall etc. Also es gibt auch seit mehreren Jahren nach jedem Femizid, der in Österreich verübt wird, Trauerkundgebungen am ehemaligen Karlsplatz. Ich sage bewusst auch ehemalig, weil von Aktivistinnen eben auch die Umbenennung des Platzes gefordert wird. Und auch heute leider findet aus aktuellem Anlass eben auch wieder so eine Trauerkundgebung statt. Ich glaube, dass mein Beitrag sich in diesem Kontext verorten lässt. Greta Stern, sowohl für die argentinische feministische Kunstszene eine ganz wichtige Bezugsperson ist oder auch war in der Vergangenheit. Und über sie möchte ich heute sprechen, beziehungsweise insbesondere über eine Serie an Fotomontagen, die den Titel Sueños, also Träume, trägt. Und ich möchte durch die Analyse einiger ausgewählter Arbeiten zeigen, wie Stern den Rahmen der Psychoanalyse und insbesondere jenen der Traumdeutung nutzt, um einerseits Kritik an der peronistischen Frauenpolitik zu üben, beziehungsweise an der durch das Regime normalisierten strukturellen Gewalt an Frauen und andererseits um ihre eigene gewaltvolle Erfahrung des Exils, dass sie nicht nur als Frau, sondern als Jüdin erlebte, in die argentinische visuelle Kultur zu übersetzen. Meine These lautet also, dass die Psychoanalyse, und dazu brauchen wir dann natürlich noch den Kontext, auf den ich eingehen werde, gewissermaßen einen Schutzschirm für Stern bildete, um Kritik am Regime üben zu können und gleichzeitig Stern ihre Bilder nutzte, um einen Raum für Solidarisierung zwischen Frauen zu schaffen, der eine durchaus weite Wirkmacht entfaltete. Denn dieses Solidaritätsbekenntnis Sterns ist nicht nur ein transnationales, und hier kommt natürlich das transnationale Phänomen des Exils hinein,
sondern auch ein transgenerationales, und hier treffen sich dann eben auch Exil und Psychoanalyse. Gut, ich komme zum Background der Künstlerin. 1936 gelangte Grete Stern, die als Jüdin aus Deutschland flüchten musste, nach Argentinien. Davor brachte sie eine Zwischenstation nach London. Da war sie auch sehr intensiv mit der Exil-Community vernetzt. Sie war zuvor in Berlin und hat bei Walter Peterhans, einem wichtigen Vertreter der neuen Sachlichkeit, studiert, auch bereits ein sehr erfolgreiches Grafikstudio betrieben mit ihrer Freundin und Kollegin Ellen Auerbach. Ringel und Pitt hieß dieses Studio, und auch kurzzeitig am Bauhaus studiert, wo sie auch ihren Ehemann, späteren Ehemann Horacio Coppola, kennengelernt hat. Coppola war ursprünglich aus Buenos Aires und ist nach Deutschland gekommen, um am Bauhaus Fotografie zu studieren. Und er sollte schließlich auch der wahrscheinlich ausschlaggebende Grund dafür sein, dass Grete Stern also Argentinien als Exilland wählte. Im Exil hat Stern dann zwei Begegnungen, die ich meine auch sehr zentral für ihre Auseinandersetzung, vor allem mit der feministischen Psychoanalyse, waren. Einmal hat sie in London Paula Heimann kennengelernt, die auch als Jüdin flüchten musste und in London bei Melanie Klein gearbeitet hat. Also hier haben wir natürlich schon mal diese zentrale Beschäftigung mit Mutterschaft. Und außerdem lernt Stern dann in Buenos Aires Marie Langer kennen. Langer war gebürtige Wienerin und bevor sie nach Argentinien kam, bereits als Kommunistin im Spanischen Bürgerinnenkrieg aktiv auf der Seite der internationalen Brigaden. Und sie war dann 1942 eine der Begründerinnen der Asociación Psicoanalítica Argentina, also der Psychoanalytischen Vereinigung Argentiniens. Und auch sie hat sich insbesondere mit der Psychoanalyse von Mutterschaft und weiblicher Sexualität beschäftigt. Das heißt, es gibt hier Einflüsse, die Stern, die zumindest meiner Lesart folgend ohnehin schon Feministin war, nochmal in einem psychoanalytischen Sinn auch bestärkt haben. Grete Stern kommt also 1936 nach Argentinien, macht dann unterschiedliche Kunstprojekte, auf die ich jetzt nicht alle eingehen kann, und bekommt 1948 eine Anfrage von einem Verlagshaus in Buenos Aires, ob sie nicht für die neu gegründete Frauenzeitung Idilio beziehungsweise für eine darin enthaltene Kolumne illustrative Fotomontagen gestalten möchte. Und bei dieser Kolumne handelt es sich um folgende: El Psicoanalysis te ayudará, später dann Le ayudará, also da gab es dann kleine Änderungen im Namen, übersetzt: Psychoanalyse wird dir helfen. Stern gestaltet dann von 1948 bis 1951 diese Kolumne mit, die wöchentlich beziehungsweise später dann zweiwöchentlich in Idilio erscheint. Aufgebaut war sie eben folgendermaßen: die Leserinnen wurden mit folgendem Satz quasi adressiert, und die haben dann Briefe an die Redaktion geschickt, in denen sie Träume schildern, und diese wurden dann in dieser Kolumne von Dr. Richard Rest analysiert. Dr. Richard Rest war das Pseudonym, das Gino Germani und Enrique Butelmann verwendeten, zwei sehr wichtige argentinische Intellektuelle, aber auch zwei sehr wichtige eigentlich regimekritische Stellen. Also als Nebensatz: Gino Germani war beispielsweise einer der ersten, der versucht hat, den Peronismus auch als politikwissenschaftlich quasi irgendwie so zu fassen und eben auch so im Bereich der Populismustheorie auch gearbeitet hat. Genau, also diese beiden waren eben dieses vereint in diesem Pseudonym. Es gab dann immer einen Fall der Woche, der ausführlich analysiert wurde. Hier beispielsweise der Fall von Dora H. aus Tucumán. Daneben wurden einige weitere Träume kurz interpretiert. Und dann gab es vor allem anfangs noch eine Sektion, die auch hier unten
zu sehen ist, ich weiß nicht, wie es zu Ihnen ist, auf dem äußeren Bild unten zu sehen ist, wo dann gewisse Begriffe erklärt wurden, hier beispielsweise Repression, also Unterdrückung, um eben auch psychoanalytisches Wissen zugänglich zu machen. Und diese Kolumne gliedert sich damit auch in eine allgemeine Entwicklung in den 1940er Jahren in Argentinien ein, in der psychoanalytisches Wissen zunehmend auch popularisiert wurde, also beispielsweise in Form von Liebesratgebern oder LeserInnenbriefen, Kummerkästen etc. So. Man muss aber sagen, dass die Trauminterpretationen von Dr. Richard Rest schon sehr stark den Ton der Zeit wiedergeben und oft sehr paternalistisch formuliert sind. Allerdings bekommen sie eben dann durch Sterns Visualisierungen gewissermaßen eine feministische Ergänzung beziehungsweise eine visuelle Interpretationsebene. Und auf genau diese will ich heute auch eingehen. Besonders ist nämlich, dass Sterns Bilder sehr viele Gewalterfahrungen von Frauen präsentieren, die, wie ich meine, in einem anderen Kontext, bedingt durch Zensur etc., wahrscheinlich nicht erscheinen hätten können. Ich komme also zum Rahmen des Peronismus. Juan Domingo Perón wurde ja 1946 zum Präsidenten gewählt. Und mit dem Peronismus kommt es in Argentinien nicht nur zur Etablierung eines massiven Propagandaapparats, der die Regimeinteressen auch auf visueller Ebene kommunizierte, sondern auch zu einer Veränderung im Bereich der Frauenpolitik. Neben dem Präsidenten Juan Domingo Perón gibt es dann auch eine zweite Person, die da vor allem hervortritt, nämlich Eva Perón, also die Primera Dama, wie sie genannt wurde, die First Lady quasi, die auch eben eine der Protagonistinnen der vor allem visuellen Propaganda dann wird. Eva Perón wird einerseits als Vorkämpferin des Wahlrechts und als Ikone der Frauenbewegung inszeniert. 1947 wird in Argentinien auch das Frauenwahlrecht eingeführt, also unter dem Peronismus allerdings, würde ich sagen, in erster Linie aus wahlkalkulatorischen Gründen und weniger aus einer emanzipativen Motivation heraus. Andererseits wird Eva Perón auch als Mutter der Nation, als volksnahe, liebende Präsidentengattin inszeniert und genau hier manifestiert sich quasi auch dieses ambivalente Moment der peronistischen Frauenpolitik. Also dem Schein nach gibt es eine progressiv-demokratische Entwicklung durch die Einführung des Wahlrechts, aber de facto kommt es vor allem mit der Hilfe der visuellen Propaganda zu einer Reduktion von Frauen auf den privaten Raum und insbesondere auf die Rolle der Mutter und Hausfrau. Berufstätigkeit von Frauen ist eigentlich kaum ein Thema. Damit werden natürlich zusätzlich auch Arbeiterinnen unsichtbar gemacht. Einzig die Lehrerin und die Krankenschwester sind hier Entwürfe, die uns begegnen. Aber im Prinzip handelt es sich dabei auch um so temporäre Erweiterungsmodelle der Mutterrolle. Nun gut, jetzt ist es ja per se quasi noch keine Gewalterfahrung. Es wird allerdings zu einer Gewalterfahrung, wenn sämtliche Alternativen verdrängt werden und Probleme und Ängste, die diese Rollenzuschreibungen erwecken, schlicht aus der öffentlichen Inszenierung ausgeschlossen werden. Also diese Isolation kritischer Stimmen und Bilder ist auch ganz allgemein ein sehr zentraler Bestandteil der peronistischen Bildpropaganda. Es gibt hier beispielsweise ein ganz, ganz wichtiges Werk von Marcela Genet, das den selbstsprechenden Titel Un Mundo Feliz, also eine glückliche Welt, trägt. Denn genau darin bestand die Strategie der Regimekommunikation. Es geht darum, jegliche Kritik und negative Abkehr oder überhaupt jegliches Abweichen von der Norm zu unterdrücken und stattdessen ausschließlich das Glück, das mit dem Peronismus einhergeht, zu präsentieren. Und das zeigt sich nicht zuletzt auch in der Zeitung Idilio, weshalb es noch mal mehr auffällt, dass Grete Sterns Bilder hier auch einen widerständigen Gegenpol bilden. Hier ein paar Beispiele aus Idilio, schon der Name, also das Idyll ist ja sehr aussagekräftig. Wir sehen Liebespaare beim
Date, die irgendwie verträumt auf den Kinderwagen blicken. Es gibt aber genauso eben Modeberichte, Fitnessempfehlungen, Fotonovellas, die natürlich auch so ein klassisch-romantisches Liebesabenteuer eben auch präsentieren. Also letztendlich sind es Bilder, die einfach ganz stark an eine konsumorientierte Vorstellung von Glück anknüpfen und die letztendlich auch der bürgerlich-kapitalistischen Logik entsprechen. Es kommt daher durchaus überraschend, wenn man die Zeitung aufblättert und diese Kolumne, also El Psicoanálisis te ayudará, war tatsächlich immer auf der zweiten Seite. Also man blättert quasi diese Zeitung Idilio, das Cover oder zwei Cover sehen Sie hier auf und dann kommen die Bilder von Grete Stern, die folgendermaßen aussehen. Ich habe Ihnen hier auch exemplarisch eine Interpretation übersetzt. Man sieht hier klar, der Los Sueños de Muñecos, also übersetzt die Träume der Puppe, bricht also mit dieser Inszenierung glücklicher und zufriedener Mutterschaft der peronistischen Propaganda und schafft vielmehr ein Szenario der Beklemmung. Die Frau verdeckt sich ihr Gesicht, sie ist auswegslos in einer Sackgasse und die Puppe erscheint überlebensgroß und verstellt ihr den Weg. Man könnte sagen, Stern bildet hier eine Gefahrensituation von Frauen ab, die bedingt durch das Berauben von alternativen Optionen im Peronismus struktureller Gewalt ausgesetzt sind. Wenn Sie sich den Analysetext durchlesen, dann wird Ihnen außerdem auffallen, dass diese sehr wohl auch als, man könnte sagen, regimetreue Interpretation gelesen werden kann. Stern allerdings einen Moment für ihre Visualisierung wählt, der die Gewaltkomponente stark in den Vordergrund rückt. Bemerkenswert ist ja, dass Stern sich in ihrer Arbeit durchaus Elemente der peronistischen Bildpropaganda aneignet, allerdings durch diese Technik der Fotomontage deren Bedeutung ändert. Also hier natürlich auch durch diese überlebensgroße Inszenierung der Puppe quasi die Bedrohung einfach viel deutlicher wird. Genau, ich werde zu diesem Bild nochmal zurückkommen. Zuvor will ich aber noch einige Beispiele geben, wie Stern durch die Implementierung propagandistischer Motive und die Technik der Fotomontage eine Umkehr ihrer Bedeutung schafft und sie damit gleichzeitig deren strukturell gewaltvolles und totalitäres Moment herausstreicht. Neben der forcierten Rolle der Frau als Mutter ist insbesondere der private Raum einer, der Frauen zugesprochen wird im Peronismus. Die Ehe ist das Ziel, das glückliche Paar am Tisch. Auch hier sieht man beispielsweise, beziehungsweise das sind oft Bilder, die sich oft auch so ein bisschen dieser Motivik und Ästhetik des New Deals bedienen. Also hier kommen auch wieder diese Vorstellungen von Wohlstand quasi mit rein. Einer meiner Favoriten in der Mitte, also eine Anleitung, wie man die Hausarbeit dazu nutzen kann, um schöner zu werden, also die quasi Putzen mit Fitnessübungen verbinden kann. Also auch so im Sinne der Selbstoptimierung. Und daneben noch ein klassisches bürgerliches Salonszenario, zwei Frauen, die ihren Kindern beim Spielen zusehen. Wenn man nun aber solche Bilder sieht aus Sterns Traumserie, dann verwandelt sie eben genau solche Bilder der peronistischen Propaganda in erschreckende Horrorbilder. Also Sterns Fotomontagen wird auch immer wieder ein filmischer Charakter zugesprochen, weshalb ich mir vielleicht auch einen Verweis auf ein Filmgenre erlauben darf. Erst kürzlich ist nämlich ein sehr spannender Sammelband herausgegeben worden von Treli Rotnik und Joachim Schätz. Das ist auch eine der AutorInnen hier heute. Dieser Sammelband heißt Gewohnte Gewalt, häusliche Brutalität und heimliche Bedrohung im Spannungskino. Sie konstatieren in diesem Folgendes, also zwar für den Film, aber ich finde, das trifft einfach auch sehr gut für Sterns Fotomontagen zu. Sie beschreiben da allgemein das Genre des Domestic Thriller
und weisen darauf hin, dass dieser ein Verwandtschaftsverhältnis zum Unheimlichen aufweist, aber vor allem jene Komponente des Unheimlichen betont, die tatsächlich das Heim betrifft. Also sie sprechen schließlich auch von der Todesfalle Haushalt, in der Protagonistinnen mit häuslicher Gewalt und Androhung von Gewalt konfrontiert sind. Jetzt zeigen Sterns Fotomontagen zwar keine expliziten gewaltvollen Übergriffe, ich würde aber behaupten, dass die Androhung von Gewalt allgegenwärtig ist. Dass die Androhung von Gewalt als Teil patriarchaler Strukturen in den Bildern allgegenwärtig ist und nochmal verstärkt wird dadurch, indem Stern Elemente der peronistischen Bildpropaganda in die Fotomontagen integriert, also damit auch diese Allgegenwärtigkeit dieser stillen und verdeckten Gewalt durch Isolation beschreibt. Das sind nun Beispiele, die stark auf den nationalen Kontext im Peronismus Bezug nehmen. Meine These ist ja aber, dass Stern auch einen transnationalen Rahmen schafft, in dem sie über darüber hinausgehende Gewalterfahrungen von Frauen und auch transgenerationale Traumata durch kollektive Gewalterfahrungen sprechen kann. Eben neben solchen stark auf den privaten und nationalen Rahmen fokussierten Bildern finden sich beispielsweise auch solche, die auf Gewalterfahrungen durch sogenannte Hexenverbrennungen Bezug nehmen, auf sexuelle Übergriffe oder auf gewaltvolle Beziehungsstrukturen. Ich glaube, insbesondere dieser Verweis auf kollektive Gewalterfahrungen, zum Beispiel auf Hexenverbrennungen. Hexen ist natürlich, Sie wissen, es ist diese Lesart, ja, die da natürlich problematisch ist, die ja Silvia Federici schon als gezielte Strategie zur Kolonisierung weiblicher Körper zugunsten der kapitalistischen Rationalisierung der gesellschaftlichen Reproduktion beschrieben hat. Also vor allem diese machen einfach nochmal stärker diese globale Dimension der Ausbeutung, auf die auch Stern hier Bezug nimmt. Mein Argument ist nun, dass durch diese visuelle Vernetzung von nationalen Gewalterfahrungen von Frauen im Peronismus mit transnationalen Erfahrungen und transgenerationalen kollektiven Traumata von Frauen Stern auch ihre eigene transnationale Gewalterfahrung des Exils in die argentinische visuelle Kultur einführen kann und zudem diese als transgenerationales Trauma beschreibt, das nicht nur historisch zurückgeht, also sie sich da quasi auch in die Geschichte des Judentums und Gewalterfahrungen von Juden und Jüdinnen quasi in einen weiteren längeren historischen Kontext einschreibt, sondern auch weitergetragen wird. Ich komme also nochmal zu diesem Bild zurück. Wie ich meine, erlaubt es nämlich je nach Perspektive sehr unterschiedliche Bezugspunkte und stellt letztlich auch eine Fusion unterschiedlicher Gewalterfahrungen dar, jene von Frauen, die struktureller Gewalt unterliegen, in denen eine Mutterrolle aufoktroyiert wird, und jene von der Künstlerin selbst, indem sie auf ihre eigene, vom Exil geprägte Biografie Bezug nimmt. Stern nimmt als Fundament dieser Fotomontage eine Fotografie von Horacio Coppola aus dem Jahr 1934, also Coppola eben Sterns Mann in diesem Moment. Also eine Fotografie von ihm aus 1934 aus London, also London war ja auch Sterns erster Exilort. Sie nimmt damit implizit auf ihre Erfahrung der Flucht Bezug, die in London zudem davon geprägt war, dass sie schwanger wurde. 1936 kam dann auch in London ihre Tochter Silvia auf die Welt und sie zudem noch in London vom Suizid ihrer Mutter erfuhr, die in Deutschland geblieben war und aus Angst vor Verfolgung sich das Leben genommen hat. Wir sehen also, dass unter Berücksichtigung Sterns eigener Erfahrung als Jüdin und Geflüchtete das Bild eine zusätzliche Gewaltdimension wiedergibt, die eine Erweiterung zu jener durch das peronistische Regime ergibt. Die Einschreibung der jüdischen Gewalterfahrung der Flucht und des Exils wird hier erst durch die Kontextualisierung deutlich expliziter, erscheint sie in folgenden
Fotomontagen. Ich finde, was diese beiden Bilder ihr festhalten, ist ein sehr verstörendes Verhältnis von öffentlichen und privaten Raum, und da davor vor allem irgendwie der private Raum im Zentrum stand, möchte ich jetzt noch kurz eine Stelle aus Leon und Rebecca Greenbergs Psychoanalyse der Migration und Flucht zitieren, zwei argentinische Psychoanalytikerinnen, die unter anderem mit Marie Langer, die ja auch schon gefallen ist, zusammengearbeitet haben. Und sie beschreiben darin in der Einleitung schon das Exil als eine Folge der brudermörderischen Kämpfe und der Gewalt, die viele Länder der heutigen Welt aufwühlen. Und ich finde diese Stelle deshalb bemerkenswert, weil obwohl jetzt diese Bilder die Protagonistinnen im öffentlichen Raum platzieren, Greenberg und Greenberg, diese Unmittelbarkeit, eben diese brudermörderischen Kämpfe, diese Gewalt, die vom eigenen Heim ausgeht, beschreiben und damit eigentlich ähnlich wie Robnik und Schätz diesen Darstellungen des Exils wiederum etwas Unheimliches zu verleihen. Beide Bilder schaffen eine gewaltvolle Atmosphäre, die mitunter die AggressorInnen zeigen und nicht zuletzt Gewalterfahrungen aus der Perspektive von Frauen oder wie ich meinen würde, von jüdischen Frauen. Ich will hier auch explizit auf die Erscheinungsdaten hinweisen, also der 8. November 1948 und der 16. November 1949. Also ich glaube, diese Bilder sind nicht zufällig genau an diesen Tagen erschienen, sondern die sind als direkter Verweis auf die Novemberpogrome von 1938 zu verstehen und gewissermaßen als, also fungieren damit auch gewissermaßen als visuelle Erinnerungsorte einer kollektiven Gewalterfahrung. Mit folgendem Bild möchte ich jetzt versuchen, ein Resümee zu ziehen. Wie ich argumentiert habe, wären Stern diese Bezüge auf Gewalterfahrungen von Frauen und die Einschreibung ihrer eigenen jüdischen Erfahrung im Peronismus nicht möglich gewesen, wären diese Bilder nicht als Träume markiert gewesen. Die Darstellung von Traumwelten und oder anderen fiktionalen Parallelszenarien waren schließlich eine gängige Strategie, die viele KünstlerInnen der Zeit nutzten, um darin Kritik am Regime zu üben, weil sie gewissermaßen losgelöst waren von den realen Gegebenheiten oder so zumindest die Lesart. Also natürlich handelt es sich bei Sterns Bildern nicht um Fiktionen, aber letztendlich hat es dem Peronismus an Ressourcen und Verständnis gefehlt, um Sterns Fotomontagen entschlüsseln zu können. Allerdings sollte auch noch erwähnt werden, dass Stern selbst später erst gewisse Bezüge in ihren Bildern sichtbar machte. Also sie da auch in diesem Kontext der Kolumne sich noch so ein bisschen eine Form der Autorität auch behält quasi. Sie hat beispielsweise nämlich einige Bilder für Ausstellungen später umbenannt. Also es gab dann in den späten 50er Jahren eine Ausstellung mit eben ausgewählten Fotomontagen aus dieser Traumreihe. Unter anderem war da auch dieses Bild dabei, also der Traum der Pinsel, das dann umbenannt wurde in Made in England. Und sie stellt dadurch nicht nur einen Bezug auf ihre eigene Biografie her, auf ihre Erfahrung des Exils, also wieder auch England genannt wird, sondern auch auf ihre eigene Auseinandersetzung mit Mutterschaft. Denn also am Pinsel steht auch Made in England. Also das ist, ich weiß nicht, ob man es am Bild sieht, aber das ist jetzt nicht nur quasi ein Zitat dessen, was da drauf steht, sondern der Kopf, der aus dem Pinsel ragt, ist auch jener ihrer Tochter Silvia. Also es ist eben auch ein Bezug auf den Geburtsort Silvias. Neben der erneuten Sichtbarmachung transnationaler und transgenerationaler Verstrickungen glaube ich, dass dieses Bild und die Umbenennung, mit der schließlich auch die Distanzierung der psychoanalytischen Lesart passiert, zugleich eine Absage gegenüber surrealistischen Einordnungsversuchen darstellt und letztlich auch surrealistische Angriffe auf die physische und psychische Integrität von Frauen massiv kritisiert. Danke.